Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, eingelegt und nachgeholt. Castlevania Sir Ouch. Circle of the Moon, Himmel, Herrgott. Ich bin der Thiago. Und das ist, wie ich auf die Fresse kriege. Oh, das gibt's doch nicht. Spaß beiseite. Ich glaube, das müsste der 19. Teil sein. Ich habe den 18. gerade eben frisch aufgenommen. Und hatte jetzt eigentlich die leise, naive Hoffnung, dass ich, da ich mich zwischen den Videos noch schnell aufgefrischt habe, hier was Heilen angeht, ich jetzt hier relativ entspannt durchrenne. Und ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass ich in den ersten ein, zwei Gegnern sofort hier halb tot stehe. Aber gut, man kann nicht alles haben. So. Autsch. Ich dachte mir gerade, versuchst es halt mit ein bisschen Geduld. Und hab direkt wieder auf Fresse gekriegt, ey. Das war jetzt aber nicht der Dracula-Boss-Raum, oder? Nee. Oder? Ich hoffe nicht. Ich war doch schon da drin. Okay. Hier war ein Bossraum, aber hier war nicht der Bossraum. Habe ich ja hier erstmal Gelegenheit, mich ein bisschen hochzuheilen. Okay, hier ist nichts weiter. Hier auch nicht. Für die Prozente hat das irgendwie auch nicht viel gebracht. So. Jetzt müsste ich zurück zum Teleporter. So. Das nach Möglichkeit lebendig. Das wäre nicht verkehrt. So. Muss reichen. Die nehme ich mit. Eigentlich sind die so vorhersehbar, aber dadurch, dass sie so viel Reichweite haben, sind sie irgendwie trotzdem eklig. Nee, diese wird lustig. Du schon mal. Aha. Schon mal gar nicht, wollte ich eigentlich sagen. Hat nur nicht so funktioniert. So. Ja, hier ist der Speicherpunkt nicht so weit weg und ich muss auf jeden Fall heilen. Plus, hier dürfte mir nicht allzu viel passieren. War das jetzt hier schon? Nein, nein, weiter. Jetzt scheiße ich auch mal aufs Kreuz. Ja. Also auch das Kreuz, was ich natürlich hier dabei hatte. Das Item. So, jetzt muss ich erstmal wieder zurück zum Teleporter.
Ah, ich wollte schon sagen, hier war doch noch irgendwo der zweite. Ich hatte erst überlegt, aber ich erinnere mich, dass ich da ziemlich sicher rechts nicht lang konnte. Und ich vermute, dass ich mir entweder hier oder rechts von hier den Weg da frei machen kann. Hoppala. Ja. Oh, genau. Hier nicht die Arena? Ja, hier war sie. Aber die habe ich halt nicht gepackt, ne? Hey. So. Dann mache ich das anders. Komme ich hier später wieder. Und check erstmal die andere Seite. Autsch. Na toll. Muss mal kurz aufs Handy loopen. Jo. Einfach der Nase nach. Das war klar. Eigentlich so viele Gegner, wie ich hier schon weggekloppt habe, ne? Da hätten doch eigentlich schon längst ein paar Karten dabei sein müssen. Karten sind mir offensichtlich nicht vergönnt. Hm, noch weiter. Moment. Ah. Oh. Ja, okay. Oh nein, wo habe ich denn mein Kreuz verloren? Dann gibt es hier irgendwie nicht mehr viel zu holen. Dann gehe ich jetzt erstmal hier gerade hoch nochmal. Den Zipfel da abchecken. Und dann versuche ich mich, glaube ich, mal an der Arena. Einfach nur in der Hoffnung, dass das vielleicht doch noch irgendwas bringt. Ding dong. Okay, hier ist nichts. Ich staune ja immer noch, dass mir ganze 10% des Schlosses fehlen. Aber wenn ich jetzt hier so durchgucke, kann ich nicht viel entdecken, wo großartig was fehlen würde. Beziehungsweise, ich kann nichts entdecken. Aber ich vermute mal, dass diese Arena da der ganze Zwischenraum zwischen den Bereichen einnimmt. Und das könnte dann in der Menge doch wieder relativ viel sein. Mal schauen.
speichern. So, und jetzt müssen wir da lang. Hier runter. So. Da ist ganz nach rechts. Und hier mehr oder weniger direkt runter. So. Mich würde eigentlich mal interessieren, wie viele Herzen ich maximal transportieren kann. Nicht mal Musik hier. Ich kann wahrscheinlich auch nichts nehmen, oder? Ah. Ja, okay. Mann, wie soll ich das denn schaffen hier? So, mal hin. Die Items will ich eigentlich nicht benutzen. Ja, fuck. Ach, scheiße. Okay, aber es ist nicht unmöglich. Und dahinter war schon eine blaue Tür. Das ist das, was mich gerade ein bisschen stutzig macht, weil die war da vorher nicht. Es war bislang immer einfach nur ein stumpfer Durchgang und da war jetzt auf einmal eine blaue Tür. Deswegen rede ich mir jetzt die leise Hoffnung ein, dass wir da auf einem ganz guten Weg waren schon. Ich halte mich jetzt mal nach Möglichkeit nicht mit denen auf. Sehr gut, fast voller AP, so sieht man das gern. Ja, 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 ja. Aua. Ich wollte gerade sagen, aber meine Tools hier, die kann ich schon noch nutzen. Das ist ganz cool. Vor allem jetzt hier. Ich glaube. Okay.
So. Ja, okay, schade. Der Wurf war ein bisschen verschenkt. Sehr gut. Sage. Gut. Wie überraschend. Magie wird ziemlich gepustet. Hilft mir sonst aber gerade nicht so viel. Okay. Ja, okay. Ah. Wäre halt interessant zu wissen, was da wo noch kommt. Also ich meine, gut, den ersten Teil habe ich jetzt gut überstanden. Dann gab es reichlich Herzen, also offensichtlich ist es gewünscht, dass man da seine ganzen Werkzeuge benutzt. Aber alles, was dann kommt... Nur, dass man sich halt nicht heilen kann, ist halt dreckig, ne? Es wäre halt noch interessant zu wissen, ob es irgendwo so eine Art Händler gibt oder so. Weil, das würde natürlich extrem viel... extrem viel erleichtern. Nein! Perfekt. Komm runter, Mistvieh. Oh. Mann. Geh doch drauf! Nicht ich. Okay, einen Versuch gebe ich mir noch. Und dann schaue ich sonst mal, was man noch so machen kann. Autsch. Ich bin halt auch am Überlegen, ob ein anderes Item nicht mehr Sinn machen würde, die Axt oder sowas. Aber das Schöne an dem Kreuz ist halt, dass es im Zweifel echt viel Schaden macht, wenn der Gegner darauf stehen bleibt. Ich weiß nicht, ob man das auch mit einer Axt so hinbekommt.
glaube, ich versuch's einfach mal, weil. Warum nicht? Ah. Aua. So, gerade hier hoffe ich mir jetzt einen schönen. Ja. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, ne? Ja, es ist halt genau das, was ich gesagt habe. Es macht einfach nicht so viel Schaden. Aber es lief jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Natürlich musste ich noch getroffen werden. Wäre sonst zu einfach gewesen. Sehr gut. Man muss sich manchmal auch selber loben. Oh, das gibt es doch nicht! Hurra. Es bringt mir rein gar nichts, aber hurra. Klasse. Also falls sich noch jemand gefragt hat, wo die restlichen 10% sind, ne? Ziemlich genau hier. Spannend ist jetzt halt, dass ich hier rauskomme, ne? Aber hier kann ich mich wahrscheinlich auch nicht heilen, ne? Komme ich jetzt hier lebend irgendwo hin, wo ich nicht sofort drauf gehe? Ich glaube, das Cleverste ist im Moment ein bisschen Mana zu recken. Ja, ein bisschen mühselig, aber ich glaube, es wäre noch ekliger, hier gleich so gar nicht mehr aus dem Quark zu kommen. Achso, na, natürlich abschalten. Ah, jetzt habe ich sie eingeschaltet. Ah. Ach, scheiße. Okay, also immerhin schon mal einen kleinen Abstecher da reingemacht, rausgekommen und überlebt. Ah, jetzt.
Jetzt schauen wir mal. Jetzt bin ich echt neugierig, was passiert, wenn ich da jetzt hinlatsche. Wenn ich mir die ersten paar Räume nämlich sparen könnte, dann hätte ich ja schon echt was geschafft. Wo ist das? Okay. Ja. Genau. Ich könnte mir ja vorstellen, dass das mit Absicht so angelegt ist, dass man den Dungeon, sag ich schon, die Arena in Etappen machen kann. Aber dass die Tür da vorne zu ist, gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Ich vermute, ja. Fug! Ja, dann kann ich das ungefähr komplett vergessen, weil als ob ich das jemals schaffe. Hier alles zu killen und lebend rauszukommen. Vor allem, wenn man sieht, wie viele scheiß Etagen das da noch sind. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Also im Grunde mit Items oder ähnliches wäre das halt wahrscheinlich noch möglich, aber da man die ja so gut wie gar nicht kriegt irgendwie. Ja. So brauche ich halt eigentlich fast gar nicht antreten. Natürlich eine geile Waffe für diese Situation hier. Ah, ja. Das wird nix. Gut, und mit Blick auf die Uhr ist die Zeit auch schon wieder oben. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei. Ich mache mich mal ein bisschen schlau, ob es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, irgendwo sehr schnell zu leveln oder einen Händler oder sowas, den ich komplett übersehen habe. Und würde sagen, man sieht sich auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.